gemeinsam sehr viel erreichen können, dass wir Frauen etwas Wunderbares schaffen können. I want to show curves of every woman in the world. I think it's important to see the real woman. Die Anfänge waren wirklich ganz, ganz schwer, weil man überhaupt keine Mode bekam. Und jetzt so in den letzten 3 Jahren gibt es eigentlich richtig Aufwind. Ich habe gesehen, dass es anderen Frauen in Sachen Mode immer sehr schlecht ging. Was sie wollten, war eigentlich das, was sie auf den Laufstegen in Paris und in London, Mailand und so gesehen haben. Heute ist der große Tag der Kurvenrausch Fashion Show, ein Event, was schon seit längerer Zeit in Tanjas Kopf herumspukt. Heute nun konnte sie es endlich in die Tat umsetzen. Es ist soweit, hier hinter mir in den schönen Hamburger Mozartsälen wird die Fashion Show stattfinden. Und sie ist nicht zuletzt mit Hilfe der Netzgemeinde vieler Models, Fotografen und auch Designern und auch Sponsoren in die Tat umgesetzt worden. Gleich geht's los und jetzt zeigen wir euch, was da drin passiert. Heute ist Kurvenrauschtag. Aktuelle Modetrends für große Größen aus New York, Paris und auch aus Deutschland werden auf der Modenschau in Hamburg gezeigt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Goodiebags für das Publikum sind zu verteilen und viele andere Dinge sind auszupacken, umzuhängen und anzubringen. Während Assistentin Arete Termine koordiniert, geht Veranstalterin Tanja Marfo die Abläufe der Show durch. Aus einer anfangs kleinen Idee ist ein großes Netzwerkevent mit Live-Acts geworden. Und die Beteiligung der Plus-Size-Szene ist international. Sängerin Tania, hier beim Soundcheck, ist eigens mit Produzent aus Berlin angereist und ist heute Abend live dabei. Unterdessen gehen auch im Foyer die Vorbereitungen weiter. Für Fotos auf dem roten Teppich wird eine Sponsorenwand errichtet, vor der die Teilnehmer später fotografiert werden. Bei den Vorbereitungen für die Models gibt es unterdessen ein großes Problem. 3 der 5 benötigten Visagistinnen sind bisher nicht erschienen. Die Zeit drängt. Arete Peters versucht zu retten, was zu retten ist. I'll do whatever I can. Um Zeit zu gewinnen, hilft jetzt jede Hand, die schminken und frisieren kann. Die Mode bei Tanja Marfos Fashion Show ist international. Und das, obwohl sich das Segment Plus Size, also Größen jenseits der 38, gerade erst so richtig zu entwickeln beginnt. Aus Paris ist die junge Designerin Amélie Moblanc mit ihrer Kollektion dabei. My brand is called On Nose. It's a game of words in France. On Nose, the translation, it's we dare. I make clothes for curvy women, but to show the curves, because I don't like clothes who hide, yes, like bags. Tanya, because I met her in New York during the Fashion Week, and it was like, wow, a very good meeting, because I love her, and I love this project, and as I told you, I'm very proud to be a part of this project, really. I'm so happy to be here. And this is my first time in Germany, so I must celebrate it tonight if you want, huh? Ja, da ist der Saum auf. Und das ist jetzt spezielles Textilklebeband und damit wird der ganz schnell repariert. Ich mache hauptsächlich besondere Kleider für besondere Frauen. Also Frauen schreiben mich an, äußern ihre Wünsche und die Kleider nähe ich dann, sozusagen Traumkleider. Unter anderem auch Brautkleider, weil es die sehr wenig in großen Größen gibt. Ach, hallo! Auch Designerin Sandra Mosler-Marin von 2M Big in Fashion aus Kiel zeigt ihre Mode auf Hamburgs erster Plus-Size-Fashion-Show.
Das war jetzt kleine Veranstaltung geplant und jetzt ist das ja ein Riesending geworden und jetzt sind wir natürlich auch mit dabei. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und macht ihr hauptsächlich Fashion für Curvy-Models oder allgemein? Ja, wir haben Shops für Übergrößen und wir haben 25 verschiedene Lieferanten und 3 eigene Kollektionen, die wir auch verkaufen in unseren Läden. Und welche Kollektion ist das, die wir heute Abend sehen können? Ist das ein spezieller Ausschnitt oder ist das ein Querschnitt durch alles, was ihr macht? Ist alles gemischt. Also wir zeigen einfach mal so ein bisschen die Bandbreite, was wir haben. Und heute war ja so ein bisschen sexy und Kleid das Thema. Und danach haben wir uns natürlich auch so ein bisschen ausgerichtet. Tanja Marfo sorgt dafür, dass letzte Details für ihre Veranstaltung abgestimmt werden. Alles soll perfekt laufen. Gar nicht so einfach, die vielen Bestandteile unter einen Hut zu bringen. Bis zur letzten Minute wird organisiert, korrigiert und improvisiert. Richtig, richtig. Ist schon stressig heute, oder? Ja, so ein bisschen. So langsam wird es dann doch, man merkt das, ja. Jeder Gast im Publikum bekommt sein eigenes Goodiebag, gefüllt mit kleinen Geschenken und Informationsmaterial. So können alle etwas von der Show mit nach Hause nehmen. Und die Situation bei den Visagistinnen hat sich entspannt. Eine weitere ist noch erschienen. Und das Styling untereinander hat auch funktioniert. Die Vorbereitungen sind wieder im Zeitplan. Hallo. Ich möchte, glaube ich, echt gerade momentan gar nichts sagen. Es geht mir gut, ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, es klappt alles. Ich hoffe, dass alle so viel Spaß haben werden, wie ich es mir auf jeden Fall vorstelle. Ich hoffe, das wird ein Abend im Zeichen vom Kurvenrausch. Rosa, Rosa, Rosa. Seid ihr nervös? Nein, nicht wirklich, oder? Also ich bin definitiv nicht nervös. Ich glaube, das kommt nachher, wenn ich da hinten stehe. Okay. Aber sonst noch nicht, nein. Es ist was Tolles. Es ist was Neues und es ist was Tolles, was ganz Tolles. Ja, ja. Definitiv. Also für mich ist das erste Mal. Also ich bin vorher noch nie gelaufen, habe noch nichts, keine Fotos gemacht, gar nichts. Heute, allererste Mal. Das ist auch meine größte Fashion-Show jetzt. Fotoshootings, ja, aber meine erste große Fashion-Show. Ja? Okay. Tanja hat das total toll gemacht. Wir haben ja mitgekriegt, alles so. Es war total toll, total klasse. Ziemlich beeindruckend auch, was sie in den 3 Monaten geschafft hat. Also, Hut ab. Das Publikum sammelt sich bereits im Foyer. Die größte Sorge, es würden nicht genügend Zuschauer kommen, war zum Glück gänzlich unbegründet. Im Gegenteil. Währenddessen probt Sängerin Stephanie Lamm ihren Live-Auftritt für den Abend. Zusammen mit Pianist Paul Bayerz wird sie 2 Songs darbieten. Und die ausgebildete Musical-Darstellerin wird auch auf dem Laufsteg zu sehen sein. Ein letztes Mal werden die Walks geprobt. Wer ist wann an der Reihe? Wie läuft es sich mit dem Outfit? Alles muss sitzen. Silvana Denker ist professionelles Plus-Size-Model und weiß, worauf es ankommt. Ist ein Walk beendet, muss oft sofort das Outfit gewechselt werden. In der Hektik ist es wichtig, die Übersicht zu behalten und dabei hilft, reichlich üben. Letzte Absprachen werden getroffen, finale Details abgestimmt. Irgendwann jedoch kommt der Zeitpunkt, an dem sich zeigen muss, ob alle Planung aufgeht. Der Beginn der Show, ab dem es kein Zurück mehr gibt, steht unmittelbar bevor. Okay. Also liege auf dem Boden da. Ach, da ist er runtergerutscht, ja. Die Zuschauer warten schon gespannt darauf, dass sie losgeht. Hamburgs erste Plus-Size-Fashion-Show. Interesse zeigen auch die Medien, denn die internationale Beteiligung an diesem Event sorgt durchaus für Aufmerksamkeit. Die Fotografen sind bereit. Und Backstage herrscht eine gespannt fröhliche Atmosphäre. Ein letztes Zupfen hier, ein kleines Make-up da, bis zum Schluss wird nichts dem Zufall überlassen. Und dann geht die Show los.
to know I'm hard to find. The only thing I care about is you and me. So relax and have a good time. You know that I want you, you know that I care. You know that without you my whole life is bare. Baby, just hold me tight, like a little child. Like a little child, like a little. This is a song of love, sending it to you out there in the dark. Cause we're living in the to create a cosmic atmosphere, and I think I did it, so I'm very proud of my models too. They were so beautiful, I'm so happy. Yes, a big moment for me. Thank you so much. Thank you. Mein Name ist Dunja Messer-Jardin. Ich bin die Designerin des Labels Ami. Ich habe, als ich Teenager war, meine ersten Designs kreiert. Habe das dann über die Jahre hinweg fortgeführt, meinen eigenen Stil und Trends entwickelt. Ich freue mich, wenn ich die Frauen weltweit glücklich machen kann und dass sie das Gefühl auch haben, dass sie etwas Besonderes tragen. 2005 bin ich dann nach New York geflogen und bin geblieben. Amy, ich habe Dunja auf der. Ich durfte bei Dunja schlafen, kam so an. Als ich zu Besuch bei der Fofige Fashion war in New York, jetzt im Juli. Und ich habe ihr von meiner Show erzählt und sie dachte, das wäre doch eine super Sache. Ihre Kollektion das erste Mal in Europa, also Europa-Premiere, ist hier bei uns heute Abend vorzustellen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Kollektion von Dunja Messer-Jardin, besser bekannt als Amy. We'll be right back.
like to create this kind of event in Paris, because I think in Europe this is the start, this is the beginning for curvy women, and we have many, we are free to make what we want, you know. Next year I will do the same event in Paris, I think. I have to find the time, but I want to do that. So yes, I will do that, definitely. I thought it was excellent. I thought it was a great initiative for Tanya to create, because I want to back European plus size fashion, even though I'm American. I've lived 18 years in France now. And so the fact that she took the initiative to create an event from scratch, having never done so, I completely wanted to back that. And I think she did a great job, amazing job. Ja, ich fand die Vorstellung echt interessant. Es waren sehr viele schöne Models unterwegs gewesen auf dem Laufsteg und die Mode war einfach fantastisch. Also vor allem die Schnitte und auch die Muster, die miteinander kombiniert wurden, finde ich sehr interessant. Wunderbar, es war ganz toll. Es ist natürlich nochmal was Besonderes, ne, diese ganzen verschiedenen Größen auf einem Laufsteg zu sehen. Es hat mich total umgehauen, die ganze Show und die Kunden, die mitgemacht haben, es war großartig. Wir haben so viele verschiedene Designer gesehen auf der Fläche. Das war so angenehm, so erfrischend und ermutigend. Und ich glaube, dass ganz viele Frauen, die hier heute gelaufen sind und die gekommen sind, das zeigt schon, die sind hungrig danach. Das hat schon sehr, sehr lange gefehlt in Deutschland. Und ich bin froh, dass ich Tanja kenne und wir das so mal auf die Beine stellen konnten. Und ich will mehr davon. We want to be out there as much as anybody else. And therefore, the bloggers, I think, have been incredibly important in creating a change, in creating a revolution, and saying, if you're not going to design for us, we're going to design for ourselves. If you're not going to make a fashion show for us, we're going to make a fashion show for ourselves. Ich merke das auch in unserer Plus-Size-Community, die boomt jetzt mittlerweile wirklich. Ja, wir müssen uns ja auch nicht verstecken. Wir haben ja was, wir können ja zeigen. Und mehr Platz als bei uns für Mode gibt es ja wohl kaum. Tanja Mafo hat das wunderbar gemacht. Sie hatte diese Idee, die Vision alleine im Bett irgendwie bekommen, vielleicht morgens oder wie auch immer. Und das ist wahr geworden. Großartig, also unbeschreiblich und ich glaube gar nicht so schnell wiederbringlich. Hat Tanja toll gemacht. Sehr schön, war echt gut. Was sie auf die Beine gestellt hat, top. Also es fällt mir gerade ein Stein vom Herzen. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz, dass das alles geklappt hat. Das tolle Feedback bisher. Also ich bin glücklich, war super. Ich mach's wieder. Ich komm, I'll be back. Here's your story, let's begin. The world is fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know, it feels good to be alive. You could be larger than